Hallo, ich grüße euch. Martin hier, der Optionstrader. Hier kurz der Risikohinweis, die in meinen Videos und Webinaren geäußerten Analysen und Einschätzungen spiegeln nur meine Meinung wider und sind nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder Futures zu verstehen. Weder explizit noch stillschweigend. Eine Haftung hinsichtlich etwaiger Verluste ist ausgeschlossen. Optionen und Futures beinhalten erhebliche Risiken, die zu einem möglichen Totalverlust führen können und sogar darüber hinaus. Heute möchte ich einmal über mögliche Setups mit Optionen sprechen. Ich habe jetzt ein Video aufgezeichnet, das ging aber irgendwie schief mit dem Ton, deswegen werde ich jetzt dieses Video noch einmal besprechen. Ist aber eigentlich kein Problem. Geht hier um den Gold Future. Ja, da waren wir noch ein bisschen tiefer vor ein paar Tagen. Und ich will einfach mal aufzeigen, wie man auch Optionen nutzen kann, jenseits der üblichen Short Puts, Credit Spreads, Debit Spreads, Butterflies, ne, dass man sozusagen auch für das täglich, oder was heißt für das täglich, für das Positions- oder Swing-Trading die Optionen ebenfalls sehr gut nutzen kann. Ne, in welchem Markt auch immer. Ne, das heißt, das Wissen um die Optionen ist wichtig, dass man versteht, wie sich die Optionen verhalten, welche Charakteristika es gibt, was passiert, wenn. Dass dieses System, diese Gegebenheiten sind bei allen Optionen gleich, egal welches Underlying the Trade ist. Das heißt, die Frage erübrigt sich, kann ich das oder jene Strategie auch in Gold, Silber oder Sojabohnen machen? Natürlich gibt es in jedem Markt Besonderheiten, die kann man erlernen, die kann man entdecken, die kann man beobachten, aber das Grundprinzip bleibt gleich. So, hier haben wir die Optionsketten. Jetzt schauen wir uns mal den Future an. Das wäre jetzt die Margin eines Futures, ungefähr 2.500. Und wir werden jetzt einmal 10 Stück kaufen. Jetzt also 23.000 Margin jetzt in dem Fall und würden hier zum Beispiel einen, was haben wir da genommen, 12,85er Put nehmen mit Laufzeit 25 Tagen. Das heißt, da haben wir hier eine Margin von knapp 5.000, geben 6.000 Dollar aus. Und verkaufen zum Beispiel einen 13,35er, glaube ich, werde ich kaufen. Ne? Zack, also wir verkaufen einen oder 10 Calls. An dieser Stelle möchte ich mich selbst unterbrechen, war ein Spaß. Da wir Long Futures sind, haben wir einen Wert. Wir bewegen hier mit dem Hebel ungefähr 130.000 Dollar Goldunzen. So, das heißt, wir haben einen Wert. Und deshalb können wir 10 Optionen schreiben, ohne ins Risiko zu gehen. Denn wir haben ja das Underlying. Und das bedeutet, wenn wir bei diesem Strike 13,35 diese Prämie einnehmen, dann haben wir sozusagen schon einen Vorschuss bekommen. Das sind 690 Dollar mit der entsprechenden Laufzeit. Das ist sozusagen ein kleiner Vorschuss. Das heißt, wenn der Markt sich überhaupt nicht bewegt, dann haben wir das natürlich eingenommen. Wir haben natürlich auf der anderen Seite 660 ausgegeben, allerdings mit einer kürzeren Laufzeit. Das ist klar, die haben verschiedene Charakteristika. Der eine wird früher verfallen, der andere etwas später. Das ist jetzt nur ein Beispiel einfach. Das heißt, je nach Marktsentiment kannst du dann auch entsprechend eben die Laufzeiten anpassen oder wählen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir unterm Strich, wenn der Markt sich gar nicht bewegt, ein bisschen viel Verlust haben im Debit, und aber den großen Teil durch die Credit Spreads oder die Short Calls, Short Calls reingeholt haben. Also fantastisches Setup, denn nach oben
sind wir eigentlich gut dabei. Auch hier haben wir so viel Margin momentan. Ja, wenn wir das natürlich naked machen würden, ordentlicher Betrag. Ja. Würde ich nie empfehlen, Short Call zu gehen irgendwo bei den Commodities in der Form. Wenn es mal richtig knallt, kann die Margin drücken. So, jetzt haben wir hier, was habe ich denn da ständig gemacht? So, jetzt bin ich jetzt mal reingegangen in die Puts. Hat, glaube ich, ein bisschen gedauert. Jetzt habe ich sie drin. Und jetzt hauen wir die Futures rein, Market. Das heißt, wir haben hier keine Margin-Reduzierung in der Form. Ich wusste jetzt nicht an meinem Demo, ob da noch was anderes drin war. Eigentlich müsste ein bisschen runtergehen. Beim Short Call geht es ja auf jeden Fall dann runter. Das passt dann schon. So dass wir eigentlich eine, ja, also in dem Konto ist eigentlich sonst nur Apple drin gewesen, soweit ich weiß. Genau, hier habe ich es nochmal zusammengefasst. Die Margin wäre so ungefähr 11.000. Das würde auch hinkommen. Das heißt, mit 11.000 Margin bewegen wir 10 Gold Future. Ja. So, und das Risiko und die Gewinnchancen zeige ich jetzt nochmal auf. Bitte bedenkt, dass natürlich die Wahl jetzt der entsprechenden Laufzeiten, Strikes, natürlich noch Nuancen haben. Das ist natürlich, dass es Situationen gibt, wo man dann reagieren kann oder anpassen kann. Mir geht es nur ums Grundprinzip, wie man anders traden kann oder etwas geschickter traden kann und je nach Marktlage das eine oder andere noch feintunen kann. So viel kann es, ne? So sieht es aus. Ich brauche jetzt eigentlich mit meiner Maus nichts machen, weil ich das schon im letzten Video gemacht habe. Deswegen hoffe ich, dass ich das... Ist manchmal gar nicht so einfach, ne, seine eigenen Gedanken wiederzugeben. Ich habe hier den Future, das ist der Strike des Short Calls. Jetzt rechnen wir es immer großzügig. Sagen wir ungefähr sind es 40 Strikes, also 40.000, 4.000, ja, also 4.000 bis zum Strike mal 10 Future wären also 40.000. Jetzt vergessen wir jetzt erstmal die Prämien. So rein, Future bis zum Short Call wären es ungefähr 40.000. Der Verlust wäre bis zum Long Put $1.200 mal 10 in der Form, also sprich 12.000. Das heißt, wir können maximal 12.000 verlieren. Jetzt müssen wir natürlich noch die Preise der Optionen noch berücksichtigen. Das heißt, wir haben natürlich hier 630 ausgegeben, also sprich 6.500 haben wir ausgegeben und haben hier natürlich aber auch 6.800 eingenommen mit einer längeren Laufzeit. Das heißt, diese Prämie kriegen wir etwas später. Aber nichtsdestotrotz laufen die Prämien, was habe ich denn da gemacht, plus oder minus für uns. Da war ich jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Jetzt habe ich hier noch, ihr seid ja lustig hier. Jetzt sehe ich mal meine eigenen Videos. Jetzt habe ich hier, schaut mal her, bei 13,45 und 13,50 noch 80 Credit Spreads reingehauen. Jetzt werdet ihr sagen, Martin, du bist ja total verrückt. So bin ich auch. Das heißt, die 80 Credit Spreads sind noch risikolos und reduziert meine Margin noch. Ja, und ich erkläre euch eigentlich gleich, warum. Ne, da oben kann ich noch 80 reinhauen. So, jetzt haltet euch fest. Ja, mit 8.000 Margin und einem Risiko von. Ne? Bitte denkt immer an das Risiko, was gerade also aktuell ist. Ja, wir lassen uns mit unseren Strategien Raum und Zeit. Denn wir wollen ja nicht, muss ich kurz anhalten, der große Fehler, denke ich, bei vielen Trader, sowohl die etwas länger unterwegs sind als auch kürzer, wenn sie das Mindset noch nicht verstanden haben, dass das mittelfristige, langfristige in der Form etwas mehr bringt, ne, als das kurzfristige Handeln. Mittelfristig kann auch schon kann eine Woche sein, 3-4 Tage sein, also jetzt nicht unbedingt der Sekundenhandel oder der schnelle Handel, sondern ein paar Tage, Wochen und vielleicht Monate. Aber dann kommen wir langsam ins Investieren. Gold Futures sind dazu da, um Geld zu verdienen. Im 1-2-Monatsbereich, nicht für 3-4 Jahre. Das heißt, wenn Gold
Wenn jemand sagt, Gold wird in 10 Jahren steigen, nützt es dir bei diesem Trading nichts. Ja? Das heißt, wir wollen schon so die 2-3 Monate in irgendeiner Form das Momentum mitnehmen. Ja? Aber man sollte sich Raum und Zeit lassen. Das können wir mit diesen Strategien. Ja? Denn es ist ja auch so, du gehst ja auch nicht auf die Straße, verliebst dich in ein Mädchen und sagst, hey komm, warum heiratest du mich nicht gleich? Ich habe mich doch in dich verliebt. Du musst mich doch morgen heiraten. Aber dass die Frau sagt, naja, ich mag dich zwar auch, du bist sympathisch irgendwie, aber lass uns doch erstmal kennenlernen. Ne? Vielleicht nach einer Woche. Ja, soll es ja auch gegeben haben. So, das heißt, du gehst in den Markt. Es interessiert eigentlich kein Schwein, ob wir im Markt sind oder nicht. Der Markt wird das tun, was er sowieso machen wird, was kein Mensch weiß. Ne? Aber wir haben natürlich Wahrscheinlichkeiten, Eventualitäten, dass er in diesem Bereich sein kann in den nächsten Wochen, Monaten etc. Kennen wir schon. Und dann geben wir einfach den Markt den Raum und die Zeit, ne, solange bis wir im Gewinn sind. Wir werden aber auch natürlich eine Zeit lang im Verlust sein. Den können wir begrenzen. Ich kann meinen Verlust vorher definieren. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ja, das ist eine kleine Denke oder Umdenke, ne, die man sich aneignen sollte. Viele konzentrieren sich nur auf den Gewinn. Ne. Das schlechten Trader kannst du sofort erkennen, wenn man sagt, ich kann hier 500 gewinnen, ich kann hier 300 gewinnen, aber kein Wort über den Drawdown spricht. Ein guter Trader erkennst du daran, dass er sagt, ich kann bei diesem Trade maximal 50 Euro verlieren. Ne? Was er gewinnen kann, darüber hat er vielleicht noch gar nicht richtig nachgedacht. Ne? Natürlich hat er nachgedacht, aber er kann es nicht beeinflussen. Ja, ob es 100 werden oder 200, ne? Oder 500 oder 1000, das wissen wir alle nicht. Aber es ist doch lieber so rum, ne? Als andersrum. So, das heißt, wir werden hier ganz klar jetzt definieren, was wir verlieren können bis zum Verfall der Puts, also was weiß ich, einen Monat. Das heißt, diese 80 Credit Spreads sind risikolos. Warum sind die risikolos? Ganz schnell. Wir haben ja von diesem Strike bis zum Verkauf haben wir ungefähr 8 Strikes. Sind wir großzügig, wir sind leicht drüber, aber 8 Strikes. So, 8 Strikes. Das heißt, ich kann pro Future 8 Credit Spreads machen. Warum? Na gut, wenn der Markt ganz weit durch die Decke geht über diese Strikes, ja, dann werde ich hier auch 4.000 verlieren. Das heißt, ich werde 4.000 gewinnen. Und hier oben werde ich 4.000 verlieren. Also werde ich eigentlich nichts verlieren. In der Form von den Strikes her. Das heißt, deswegen risikolos. Und ich kann 80 Stück machen, weil ich 10 Future habe. Also 10 mal 8 sind 80. Das heißt, ich hole mir in der Tat, sage und schreibe, $5.000 noch rein. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja, ist richtig. $5.000 hole ich mir noch rein. Ja. Risikolos. Na, natürlich, wenn der Markt durch die Decke geht, werde ich natürlich dann auch in der Form einen beschränkten Gewinn haben, der sich auf die Prämien bezieht. Das sozusagen. Und zwar diese, die ich eingenommen habe. Das heißt, die 6, 7 und die 5, die kriege ich auf jeden Fall. Die Strikes heben sich auf und das verliere ich. Also ich werde unterm Strich vielleicht noch immer noch 3.000, 4.000 Gewinn machen, wenn der Markt durch die Decke geht, verdammt nochmal. Ja. Aber wir haben ja gerade gesagt, uns interessiert erstmal, was wir verlieren können. So, das heißt, ich habe hier oben fast $11.000 für mich laufen. Ne? Mein Maximalrisiko, also das habe ich jetzt hier nochmal erklärt, das brauche ich jetzt vielleicht nochmal sagen, oder machen wir es nochmal. Das sind 40 Punkte. Ja? 40 Punkte, 40 durch 5, also 5er Strikes. Beim Gold haben wir 5er Strikes. Das sind 8 Stück, also 8 Strikes, 8 Credit Spreads kann ich fahren. Ein Credit Spread beinhaltet 5 Ticks, also eine 5, ne? Also praktisch die Einheit 5. $5. Ne? So, das bedeutet, mal 10 sind 80. Das habe ich hier natürlich das schön geschrieben. Okay, gut. Lassen wir mich schreiben. Strike, genau. Okay. Ne, das sind die Strikes, 8 Strikes. Ne. Von diesem haben wir 8 Strikes, ne, weil bei Goldpreis, ne, das hier in 5er Strikes berechnet wird. So, das heißt, mal 10, haben wir verstanden, sind 80. Ne, 80 Strikes, deswegen kann ich 80 Strikes, 80 5er Strikes Credit Spreads einnehmen. Das sind diese hier, das sind risikolos. Es kann mir nichts passieren, weil ich, wenn ich hier oben hin käme, ich schon 4.000 hier unten verdient hätte. Ne? Okay, das heißt, ich bin ja noch weit drüber, ne? Aber ich hätte ja
von hier bis dahin zumal die 4.000 verdient, 40.000 in dem Fall. Und wenn es weitergeht, würde ich diese 40.000 mit diesen 80 Credit Spreads auch verloren haben. Aber die Prämie kriege ich auf jeden Fall. Ja, die ist mein, die ist mir. Ne? So. Ne? 40, was habe ich denn da geschrieben? 40.000 plus 45.000. Was habe ich denn hier geschrieben? Warte mal, selbst. Mein lieber Scholli, ich glaube, das ist ein anderer Gedankengang. Gewinn. Ne? War das jetzt Gewinn? Ja gut, ja genau. Entschuldigung, ich habe gemeint, wenn der Markt hierhin kommt und settelt, dann habe ich noch mehr Gewinn. Das heißt, ich hätte die Prämie, ich hätte diese Prämie, hätte den Verlust. Ne? Das heißt, ich hätte unterm Strich 45.000. Ne? Das heißt, bis zu diesem Strike ungefähr 40.000. Der Verlust wird sich so ungefähr mit diesen Prämien so halbwegs ausgleichen. Also ich hätte da unterm Strich, was weiß ich, 45.000 gewinnen. Kann man doch nicht meckern, ne, mit dem Risiko. So, das heißt, eine Sekunde noch, 12.000 mal 10, das ist hier der Strike, das ist mein Verlust. Also wenn es nach unten geht, kann ich 12.000 verlieren. Ja, so, jetzt passt mal auf, aber ich habe doch diese 5.000 hier oben, ne? Das heißt, die werden natürlich auch wertloser, wenn der Markt fällt. Also ich werde einen großen Teil dieser Prämie auf jeden Fall für den Verlust, wie soll ich sagen, den Verlust werde ich dann begrenzen, ne? Den Verlust werde ich hier auf 7.000 begrenzen. Gehen wir davon aus, dass die zwei, ne, sich so ein bisschen ausgleichen, plus minus null. Und dass, wenn wir fallen, ich hier, sagen wir mal, 2.000, 3.000, 4.000, je nachdem 3.000, 4.000 rausziehe. Ne, das heißt, mein Gesamtverlust wäre so, ja, 7.000, 8.000 maximal. Erstmal, wenn ich nichts anderes mache. Ne? Das heißt, dieses Chancen-Gewinn-Verhältnis ist natürlich hier exzellent. Das heißt, wenn ich in der Tat 7.000 verlieren kann und maximal 45 gewinnen kann, das muss einer mal machen, ohne Optionen. Das schafft er gar nicht, weil er entsprechend das Risiko nach unten hat. Und wir haben es ganz klar definiert. Wir haben es ganz klar begrenzt. Wir haben unseren Risikoraum. Wir sind Pippi Langstrumpf. Wir machen, was wir wollen. Mich interessiert ein Scheißdreck eigentlich, was der Goldpreis macht. Ja? Das heißt, die Investition in das Lernen der Optionen, ja? Ja, das sind die Hard Choices. Easy Life. Ne? Easy Choices, Hard Life. Kennen wir schon. Ne? Man möchte alles einfach haben, einfache Strategie, aber ja, nichts lernen. Wenn man aber genau um die Dinge weiß, dann könnt ihr so traden, wie es eigentlich kein anderer kann. Ja? Ihr könnt euch selber den Raum festlegen. Ihr nutzt den Markt. Der Markt ist euer Mittel zum Zweck und nicht umgekehrt. Ne? Wenn man sich in die Hände des Marktes bewegt, bist du immer abhängig. Ja? Musst du nicht sein. Hier kann ich ganz klar sagen, ich kann einen Monat oder was weiß ich, kann es ja verändern, ein, zwei Monate kann ich long bleiben und ich habe vielleicht nur maximal 7.000 Verlust, aber ich kann 45 machen oder 40, lass es 40 sein. Ja, oder halt nur die Prämie. Ist mir völlig wurscht. Nach oben verdiene ich Geld, Punkt aus, basta, finito. Ja, nach oben verdiene ich Geld. Ja, nach unten verliere ich Geld. Ja, auch finito, basta. Die Frage ist nur, wie viel. Ja, wie viel und wie lange. Ich kann Drawdown überstehen. Ich kann sagen, okay, eine Woche geht's runter, na und? Ja, dann kann ich das mit Gewinn schließen und warte ab. Ne? So, dann macht er noch irgendwas, dann kann ich immer noch etwas optimieren. Und man kann in der Lage sein, diese 7.000 sogar noch zu reduzieren. Dass man nach zwei Monaten vielleicht nur 5 hat liegen lassen. Wenn alles gegen dich läuft, dann muss aber alles gegen dich laufen. Ne? Das heißt, wenn du das Timing halbwegs hinkriegst, ne? Wenn du die entsprechenden Strikes platzierst, dann weißt du ganz genau in den nächsten 4 Wochen, was auf dich zukommt. Du kannst schlafen und freust dich eigentlich jeden Tag, wenn das Ding durch die Decke geht, sagst, so, jetzt gehe ich mit allen raus und mache ein neues Setup. Das nenne ich Trading. Ja, das nenne ich kluges Trading, setzt aber halt ein bisschen Arbeit voraus und das machen ja nicht so viele, also vielleicht seid ihr einer von den wenigen, die das dann machen, die dann auch irgendwann mal Geld verdienen. Langfristig. Wiederholend. Ciao.